Falls du dir sagst, Geld ist scheiße, Geld bringt nichts, Geld ist mir egal, dann sagst du dir in Wirklichkeit, ich will keine Möglichkeiten haben, ich will keine Wahl haben, ich brauche keine Optionen, ich will nicht frei sein, ich will nicht wählen können, was ich in meinem Leben wirklich will. Denn in Wahrheit ist es so, dass wenn du Geld hast, dann fühlst du dich erstens frei, zweitens hast du mehr Wahlmöglichkeiten und drittens hast du auch die Macht. Wir haben das auf den Finanzmärkten gesehen, zum Beispiel mit BlackRock oder Citadel. Die das Geld haben, die am meisten Geld haben, die gewinnen halt mal. Dieses Weltbild mag dir nicht gefallen, es gefällt mir nicht unbedingt, aber es ist wahr. Und entweder akzeptierst du es oder du lehnst es ab. Und wenn du drauf bist, so mit dieser Einstellung, ich will kein Geld haben, Geld ist mir egal, dann machst du es vielleicht auch nur, um manchen Menschen zu gefallen, die sich darin wohlfühlen, weil sie wissen, dass du Geld nicht magst oder dass du kein Geld hast. Das heißt aber noch lange nicht, dass du Geld unbedingt ablehnen musst. Also, falls du Geld ablehnst, dann lehnst du auch deine Wahlmöglichkeiten ab und du lehnst die Möglichkeit ab, dein Leben so zu führen, wie du willst. Also, toi, 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 damit glücklich zu werden.